Und dort begrüße ich jetzt den deutschen Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Vizekanzler, der österreichische Bundeskanzler Kurz hat vielfach betont, dass der EU-Wiederaufbaufonds mit diesen gemeinsamen Schulden eine einmalige Aktion ist in einer historischen Krisensituation und kein Einstieg in eine Schuldenunion. Jetzt haben Sie am Wochenende gesagt, der Wiederaufbaufonds sei, ich zitiere, ein echter Fortschritt, der sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Vielleicht die größte Veränderung seit Einführung des Euro. Also doch der Einstieg in gemeinsame EU-Schulden, die Deutschland eigentlich immer abgelehnt hat? Es geht jetzt um eine Aktivität, die wir machen, um diese Krise zu bekämpfen. Es geht um sehr viel Geld, das die Europäische Union aufnimmt, 390 Milliarden Euro für direkte Hilfen und dann darüber hinaus noch weitere Mittel und Kredite vergeben zu können an Staaten, die das brauchen. Das wird eingesetzt jetzt unmittelbar zur Krisenbekämpfung, vor allem in den ersten Jahren. Und dann muss das natürlich, darauf haben wir bestanden, wieder zurückgezahlt werden. Diese Entscheidung ist aber damit verbunden, dass wir uns auch noch klar werden müssen, wie die Rückzahlung zu organisieren ist. Die Regierungschefs haben auch auf den Vorschlag, den ich mitentwickelt habe, gesagt, es geht über Own Resources, eigene Einnahmen der Europäischen Union, die bis dahin zu definieren sind. Und das wird auch nicht mehr zu vermeiden sein, weil wir ja sonst zu Lasten des EU-Haushaltes die Refinanzierung hinbekommen müssen. Insofern ist da jetzt der nächste große Schritt mit verbunden, nämlich nicht nur die Kreditaufnahme, sondern auch die Rückzahlung. Das wird ein großer, nicht rückgängig zu machender Fortschritt für die EU sein. Und die Frage ist aber, ob diese gemeinsame Schuldenaufnahme durch die EU-Kommission, ist das eine einmalige Aktion in dieser Krise oder soll das auch künftig möglich sein? Es geht jetzt um die Bekämpfung dieser Krise. Aber das, was wir eben nicht übersehen dürfen, ist, dass wer sich so zusammenschließt, um so viel gemeinsam zu schultern, natürlich einen großen Schritt macht. Wahrscheinlich sehr ähnlich wie in anderen großen Ländern, wo das ähnlich gewesen ist. Ich habe mal von einem Hamiltonian Moment in Anlehnung an einen amerikanischen Finanzminister nach der demokratischen Revolution in den USA gesprochen. Und so ähnlich ist es jetzt auch, wenn wir jetzt diese Kredite aufnehmen, wenn wir sie gemeinsam zurückzahlen als EU und wenn wir die Refinanzierung regeln über eigene Einnahmen, die dazu definiert werden, dann ist das ein großer Schritt nach vorne. Aber sind das dann letztlich die berühmten Eurobonds, die Schuldenunion unter einem anderen Namen? Nein, es ist genau das, was ich beschrieben habe. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Veränderung, die Fortschritte, die in Europa damit verbunden sind, nicht durch Schlagworte belasten, sondern durch konkrete Politik. Die ist die, die ich Ihnen dargelegt habe. Das werden aber trotzdem wohl noch interessante Diskussionen werden mit den sogenannten sparsamen Vier. Das war ja schon beim letzten Gipfel nicht ganz einfach. Und die sehen das ja offensichtlich ganz anders. Und Bundeskanzler Kurz hat gesagt, die sparsamen Vier, die sind quasi das neue Großbritannien in der EU. Eine Art Korrektiv dagegen, dass sich Deutschland und Frankreich alles alleine ausmachen. Wie beurteilen Sie denn das? Es wäre sowieso falsch, wenn Deutschland und Frankreich alles alleine machen und unter sich ausmachen würden. Ein Ansatz, den ich und den Deutschland auch niemals verfolgt hat, Frankreich übrigens auch nicht. Es geht darum, dass wir uns gemeinsam zusammenfinden. Und dieses Jahr ist ja ein Zeichen dafür, dass manche Dinge in der EU ganz schnell gehen. Denn der ein oder andere Streit wird ja nicht mal in den Geschichtsbüchern Erwähnung finden. Die eigentliche große historische Tat ist die Entscheidung, dass wir zwei große Wege gegangen sind, um den europäischen Staaten aus der Krise zu helfen. Mit der ersten Entscheidung der Finanzminister, ein Paket, wo wir zum Beispiel so etwas wie Kurzarbeitergeld und Kredite an kleine Unternehmen vorgesehen haben. Und mit dieser Entscheidung über den Recovery Fund, über den Wiederaufbaufonds, das ist richtige, fortschrittliche europäische Politik. Und natürlich werden wir immer über die konkreten Bedingungen diskutieren. Alles andere wäre ja nicht gut. Aber wenn wir die europäischen Demokratien in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern verteidigen wollen, wenn wir sicherstellen wollen, dass wenn große Mächte wie China, wie die USA, wie Russland, wie Indien, wie viele andere asiatische Nationen, manche aus Lateinamerika und Afrika schon Mitte dieses Jahrhunderts Einfluss nehmen auf die Welt, dann brauchen wir eine starke, souveräne Europäische Union. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 10,1% eingebrochen, der schlimmste Schock wirtschaftlich der Nachkriegszeit. Wann wird in Deutschland wieder das Wirtschaftsniveau von vor der Krise erreichen? Manche Prognosen sagen Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres. Und die Zeichen, die wir jetzt sehen, deuten schon auf eine etwas bessere und schnellere Erholung hin, als wir vor einigen Wochen noch hoffen durften. Die beiden großen Programme,
die ich und die Bundesregierung auf den Weg gebracht haben, haben ihre Wirkung gezeigt. Das Stabilisierungsprogramm und das Konjunkturprogramm, sie waren schnell und groß und sie haben in Norddeutschland und auch in Europa insgesamt das richtige Zeichen gesetzt. Wir gehen durch diese Krise und sind natürlich ergänzt durch das eben schon besprochene europäische Wiederaufbauprogramm. Die schlimmsten Folgen wurden ja auch in Deutschland durch die Kurzarbeit abgefedert. Die gilt derzeit bis März nächsten Jahres, soll aber nun um weitere 12 Monate verlängert werden, bis zum Frühjahr 2022. Warum denn schon jetzt? Das ist wichtig. Ich habe ja Erfahrung damit. In der letzten großen Wirtschaftskrise 2008, 2009 war ich in Deutschland Arbeitsminister und habe dafür geworben, die Kurzarbeit als Krisenbekämpfungsmittel einzusetzen. Heute gilt das als der richtige Standard und die richtige Vorgehensweise in Europa und auch in anderen Ländern der Welt. Und das, was damals richtig war, ist auch jetzt richtig. Man muss rechtzeitig sagen, dass die Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darauf rechnen können, dass wir mit ihnen gemeinsam bis zum Ende der Krise gehen. Und es wird viele geben, die das gar nicht so lange brauchen. Aber dass alle wissen, in unsicheren Zeiten, wir gehen auch bis Anfang 2022, wo das Schlimmste wahrscheinlich hinter uns liegen wird, das ist wichtig als Stabilisierungsmaßnahme und auch für den Mut von guten Unternehmerinnen und Unternehmern und von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass sie jetzt beieinander bleiben. Sie haben heute in Wien bei einer Pressekonferenz gesagt, Sie wollen der nächste deutsche Bundeskanzler werden. Jetzt liegt Ihre Partei, die SPD, aktuell bei 16-18% in den Umfragen, fast 20 Prozentpunkte hinter der Union und teils hinter den Grünen. Und bei der Wahl zum Parteivorsitz haben Sie vor wenigen Monaten gegen 2 weitgehend unbekannte Kandidaten verloren. Warum sollten die Wähler einem Politiker zutrauen, die Regierung und ein ganzes Land zu führen, wenn ihnen die eigene Partei nicht mal zutraut, die Partei zu führen? Meine Partei hat im letzten Jahr eine sehr schwierige Phase gehabt und wir haben uns Stück für Stück aus dieser schwierigen Situation herausgearbeitet. Jetzt ist da eine sehr geschlossene Partei, die zusammenhält. Und das sieht man ja auch an der breiten Zustimmung für den Vorschlag der Parteivorsitzenden, dass ich der Kanzlerkandidat der SPD sein soll. Wir wollen die Wahl wirklich gewinnen und das können wir auch. Bei allem Respekt, aber die SPD liegt in allen Umfragen noch unter ihrem historischen Wahldebakel von 2017. Die Union ist fast doppelt so stark. Wie wollen Sie Kanzler werden? Es sind Zeiten, die sich schnell ändern. Man kann mit einem Ergebnis von deutlich über 20% auch die nächste Regierung führen. Und genau das ist unser Ziel. Wenn man sich umschaut in Europa, sind das sehr übliche Maßstäbe. Und viele denken natürlich über die Frage nach, wer kann das Land in schwierigen Zeiten regieren? Ich habe sehr viel Erfahrung gewonnen als Minister, als Bürgermeister des Stadtstaates Hamburg und jetzt als Bundesminister der Finanzen. Und ich glaube, dass viele das Vertrauen haben, dass ich diese Regierung führen kann und dass sie einen Wechsel wollen. Wahlen finden in Deutschland nicht statt, um den Koalitionspartner der CDU und der CSU festzulegen, sondern um eine neue Richtung zu bestimmen. Und die wird auch wichtig, denn wir kommen in eine ganz neue Ära. Es geht um eine Respektgesellschaft, die wir brauchen, wo doch alles immer mehr auseinandergeht. Es geht darum, dass wir die Zukunft gewinnen mit einem Modernisierungsprogramm für unsere Wirtschaft, das auch in der Lage ist, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und es geht um Europa, ein souveränes Europa. Und das alles kann eine sozialdemokratische Regierung, eine von mir geführte Regierung, bewerkstelligen. Und deshalb werden wir in den Umfragen zulegen. Deshalb auch unsere frühe Entscheidung, jetzt zu sagen, wer wird der Kanzlerkandidat. Und momentan liegen Sie in den Umfragen bei 18%. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken sagt ganz oft, eine rot-rot-grüne Regierung, also eine Koalition auch mit der Linken, der Sie bekanntlich sehr skeptisch gegenüberstehen, sei möglich und denkbar. Sagen Sie das auch? Wer regieren will, muss regierungsfähig sein. Und das ist eine Anforderung an alle Parteien. Das beinhaltet zum Beispiel die klare Aussage, es wird vernünftig mit Geld umgegangen. Es geht darum, dass Arbeitsplätze und Wirtschaft wachsen. Es geht darum, dass wir innere und eure Sicherheit gewährleisten, dass wir wissen, dass das mit der NATO verbunden ist, in der wir ein wichtiger Bündnisstaat sind. Und es geht natürlich auch mit einem klaren Bekenntnis zu Europa. Und das wird für viele Parteien jetzt bedeuten, dass sie sich nicht zum Wahlergebnis mogeln können, sondern sich verhalten müssen, dass sie in dem großen Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern sich positionieren müssen. Und ich glaube, dass viele wünschen, dass dabei herauskommt ein Ergebnis, bei dem ich die Regierung führen kann. Ich habe aber die Antwort jetzt noch nicht ganz auf meine Frage verstanden. Ich frage anders, ist die Linke regierungsfähig?
Wir haben jetzt noch über ein Jahr bis zur Wahl und die Antwort muss jeder selber geben. Es ist nicht unsere Sache, darüber jetzt anderen Ratschläge zu geben. Sie müssten ja eine mögliche Koalition verhandeln. Also ist Ihr Urteil in der Sache wohl ziemlich wichtig. Ist die Linke regierungsfähig? Wir sind der Meinung, dass sich jetzt alle mal mit der Frage beschäftigen müssen, was das für sie bedeutet. Ich habe eben klare Anforderungen genannt. Es gibt auch andere Parteien, die jetzt sagen, sie fänden es ganz gut und interessant mit der SPD. Das sind dann aber welche, die vergessen haben, was man so in den 70er Jahren mit uns zusammen gemacht hat als liberale Partei, als es um Betriebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung ging. Wer sich nur konzentriert auf Spitzensteuersatzsenkung für sehr reiche Männer und Frauen, der hat vielleicht ein dünnes Programm. Also die Regierungsfähigkeit müssen alle Parteien erstmal richtig herstellen. Wir sind mit einem konkreten Programm diejenigen, die einen Vorschlag dazu machen wollen, wie das geht. Und dann schauen wir mal, wer sich dazu passend entwickelt. Aber ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn die Chefin ihrer Partei ganz klar sagt, ich möchte ein progressives linkes Bündnis und sich ganz klar gegen eine neue große Koalition ausspricht und gegen eine Koalition mit der FDP? Und der Kanzlerkandidat der gleichen Partei lässt alles offen. Wie sollen sich denn die Wähler eigentlich auskennen, was die SPD will? Naja, das ist ja so, dass das etwas klarere Aussagen sind, als Sie sie da zusammenfassen. Die SPD hat seit über 7 Jahren gesagt, es hängt von den anderen ab. Das ist unsere gemeinsame Position. Und alle wollen wir, dass die nächste Regierung eine sozialdemokratische wird. Das ist die Aufgabe der nächsten Zeit. Und wie die anderen sich bewegen und verhalten, die anderen Parteien, das ist ja doch etwas, das nicht dem Spiel von Taktikexperten überlassen bleiben darf, sondern der Demokratie. Und darüber werden die Wählerinnen und Wähler ihr Urteil sprechen. Was wir wollen, das ist, muss klar sein und das ist klar. Einmal versuche ich es noch einmal, Juniorpartner in einer großen Koalition mit der Union. Ist das für die SPD denkbar oder schließen Sie das heute schon aus? Wir haben ja jetzt, als andere weggelaufen sind, uns bereit gefunden, noch mal eine große Koalition zu machen. Deshalb ist es etwas irritierend, wenn CDU, CSU und FDP jetzt Ratschläge geben. Denn die haben es ja nicht geschafft, das sogenannte Jamaika-Bündnis auch zustande zu bringen. Für mich ist ganz klar, dass mal ein Wechsel her muss und dass die CDU, CSU sich in der Opposition ganz gut regenerieren könnten. Na gut, es wäre rein theoretisch doch denkbar, dass die CDU, die momentan doppelt so stark ist wie Sie, oder die Union stärkste Partei bleibt und künftig auch den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Die Frage war, ist es denkbar, dass die SPD noch mal in eine Koalition mit der Union geht als Juniorpartner? Ich empfehle mehr Demut. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer wie stark ist und nicht diejenigen, die sich vorher alles zurechtlegen. Und ich gehe in diese große, lange Kampagne, weil ich möchte, dass die SPD so stark wird, dass ihr ein Regierungsauftrag zuwächst. Und deshalb muss man sich alle möglichen Spekulationen über Alternativen anstellen. Für mich ist ganz, ganz klar, dass das nicht so weitergeht. Wir brauchen einen Fortschritt. Und es wird ja schon die Nach-Corona-Zeit zeigen, dass es auch um Alternativen geht. Denn ich bin dagegen, dass wir das, was uns jetzt stark macht in der Krisenbekämpfung, ein leistungsfähiges Gemeinwesen und einen guten Sozialstaat mit einem weltweit vorbildlichen Gesundheitswesen, dass das nachher durch Austerity-Politik gefährdet wird. Wir müssen das stark halten und das geht nur in einem gerechten Land. Und dafür stehen wir. Solidarität, das ist die Konsequenz aus dieser Krise. Und für solidarische Politik steht die Sozialdemokratische Partei seit sehr, sehr langer Zeit. Dann noch eine letzte Frage. Wenn Sie sagen, Sie möchten einen Regierungsauftrag, sagen Sie eigentlich, die stärkste Partei nach der nächsten Wahl hat das Recht, den Regierungschef oder die Regierungschefin zu stellen? Oder ist das egal und es reicht, wenn man eine parlamentarische Mehrheit zusammenbringt, egal an welchem Platz man landet? Es kommt darauf an, dass klar ist, dass das ein Regierungsauftrag ist. Und ich glaube, dass wir mit einem Ergebnis deutlich über 20% das auch erreichen können. Ich will das ausdrücklich so sagen. Aus meiner Sicht wird es darum gehen, dass sich die Dinge ändern. Und die Beweglichkeit, die sich bei der Zustimmung in Parteien gezeigt hat in den letzten Jahren, hat uns manchmal geschadet, aber sie kann uns auch nützen. Und nun ist es vielleicht nicht so, dass man immer aus dem einen Erfolg den anderen genau konstruieren kann. Aber als ich 2009 von der Hamburger SPD gebeten wurde, ihren Vorsitz zu übernehmen, lag die SPD unter 30% und die CDU war weit vorne weg. 1,5 Jahre später, im Februar 2011, wurden für die Sozialdemokratische Partei im Stadtstaat Hamburg 48% abgegeben. Da kann man was erreichen, wenn man mutig ist und ein klares Programm für die Zukunft des Landes hat. Und darum geht es auch jetzt. Aber nur damit ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagen nicht, die stärkste Partei stellt den Regierungschef oder die Regierungschefin.
Es gibt keine Erbhöfe, es gibt Demokratie und Freiheit und um die kämpfen wir. Und was wir haben wollen, ist ein Regierungsauftrag für ein starkes, und das ist ein starkes sozialdemokratisches Mandat. Und Sie haben ja das Interview dazu genutzt, mehrfach darauf hinzuweisen, dass wir dazu noch viele zusätzliche Zustimmung in Wahlumfragen und nachher bei der Abstimmung bei Wahlen kriegen müssen. Und um die bemühen wir uns jetzt. Das ist ein guter Ansporn. Herr Vizekanzler Scholz, vielen Dank für das Gespräch.